Auf den russischen Thron gelangt, strebte sie nach dem Guten und suchte ihren Untertanen Glück, Freiheit und Eigentum zu erschaffen. Sie vergab leicht und hasste niemanden. Sie war nachsichtig, leichtlebig, heiteren Temperaments, hatte eine republikanische Seele und ein gutes Herz. Sie hatte Freunde. Die Arbeit fiel ihr leicht. Geselligkeit und die Künste erfreuten sie. Dieser Grabspruch stammt aus der Feder der russischen Zarin Katharina II. Sie hat ihn rund 10 Jahre vor ihrem Tod selbst entworfen. Ein verständlicherweise geglätteter Rückblick, denn er ist für die Nachwelt gedacht. Aus ihren Notizen, Memoiren, Geständnissen und Briefen aber geht hervor, dass sie, die als einzige Herrscherin die Große genannt wurde, ein vielschichtiges Wesen war. Ich wurde am 2. Mai 1729 in Stettin in Pommern geboren, wo mein Vater, Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, damals Kommandant für den König von Preußen und Chef eines Infanterieregimentes war. Er hatte sich im Oktober 1727 mit Prinzessin Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein verheiratet. Ich war ihr erstes Kind und meine Mutter wäre fast bei meiner Geburt gestorben. Ich lernte als Kind Geschichte, Geographie, Deutsch und Französisch lesen und schreiben, ein wenig zeichnen, ein wenig Musik, tanzen und Handarbeiten. Puppen liebte ich nicht, aber jede Art körperlicher Übungen. Kein Junge war dreister als ich. Ich war stolz darauf. Wenn ich Furcht hatte, verbarg ich sie häufig. So sehr schämte ich mich ihrer. Ich konnte mich gut verstellen. Getauft wurde die spätere Zarin auf die Namen Sophie Auguste Friederike. Ihre Kindheit in der Provinz, fernab der großen Höfe, war nicht eingeengt durch übertriebene Etikette. Ein Glück für sie, meint der Historiker Professor Detlef Jena. Sie ist also praktisch auf der Straße groß geworden oder in der Festung Stettin und hatte Umgang mit den Kindern, die dort einfach so in Stettin lebten, nicht? Kinder von Offizieren oder Soldaten oder von Stadtbürgern. Und sie hat schon von klein auf ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein gehabt. Schon früh galt die deutsche Fürstentochter als potenzielle Gemahlin für Prinz Peter von Holstein-Gottorp, der zunächst Aussicht auf die schwedische Königskrone hatte. Doch dann erkor die kinderlose Zarin Elisabeth Petrovna den Enkel von Peter dem Großen zu ihrem Nachfolger und Sophie Friederike zu seiner Gattin. Ich sah Peter den Dritten zum ersten Mal im Jahre 1739, als er 11 Jahre alt war. Bei dieser Gelegenheit hörte ich im Familienkreis, dass der junge Herzog zum Trunke neige und ihn seine Umgebung nur mit Mühe daran hindern könne. Er sei starrköpfig und jähzornig. Er war sehr blass, außerordentlich mager und von schwächlicher Konstitution. Die Verbindung zwischen Zerbst und Petersburg wurde durch Friedrich den Großen hergestellt. Friedrich der Große hatte eine große Stärke beim Verkuppeln von deutschen Prinzessinnen an verschiedene Höfe, immer unter der Bedingung, dass für ihn selbst und seine Macht da ein Vorteil draus entsprungen ist. Als sich die 14-jährige Sophie 1744 samt Mutter und Gefolge auf die lange und beschwerliche Reise nach Moskau begab, machte man bei Friedrich II. Station. Als wir uns einige Tage in Berlin aufgehalten hatten, war der König begierig, mich zu sehen und ließ mir sagen, ich sollte auf der Redoute mit ihm soupieren. Am Abend ließ er mich bei der Tafel neben sich sitzen, sprach beständig mit mir, fragte mich nach tausenderlei, redete von der Oper, von der Komödie, von Poesie, Tanz, was weiß ich alles. Anfangs war ich sehr schüchtern ihm gegenüber. Nach und nach gewöhnte ich mich und schließlich unterhielten wir uns ganz freundschaftlich, so dass die ganze Gesellschaft große Augen machte, dass seine Majestät ein Gespräch mit einem Kinde führte. 6 Wochen dauerte die Tour ins ferne Zarenreich, wo sich Sophie mit einem fremden Land, einer fremden Sprache, fremden Menschen und einer fremden Religion konfrontiert sah. Die Hochzeit des Großfürstenpaares war für den 21. August 1745 festgelegt. Einen Tag vor der Verlobung konvertierte Sophie Friederike vom evangelisch-lutherischen zum orthodoxen Glauben. Sie verblüffte ihre Umgebung auch dadurch, dass sie die religiösen Rituale und Fastenzeiten bald verinnerlicht hatte und lange Gebete auswendig hersagen konnte,
auf Russisch. Das hatte sie sich zunächst, ohne es zu verstehen, wie ein Papagei eingebläut. Zu Ehren von Jekaterina I., der Mutter der regierenden Zaren, wurde die frisch gekürte Großfürstin Katharina II. Genannt. Schon während des 10-tägigen Hochzeitsfestes irritierte sie das eigenartige Benehmen ihres Gatten. Peter III. Hasste alles Russische und war ein großer Verehrer Friedrich des Großen. Er hatte früh die Mutter verloren und wurde vom Vater wenig beachtet. Seine Erzieher schikanierten ihn und prügelten ihn beinahe zu Tode. Diese traumatischen Erfahrungen prägten sein Verhalten und den späteren Umgang mit seinen Bediensteten und seinen Hunden. Flehte Katharina um Gnade für die Gepeinigten, strafte er sie erst recht. Mein Gemahl war fortwährend mit dem Einexerzieren seiner Diener beschäftigt, wobei er 20-mal in einem Tage die Uniform wechselte. Von früh bis spät beschäftigte er sich mit Spielsachen und Soldaten. Wir kannten nie unter uns die Sprache der Zärtlichkeit. Es war doch wohl nicht meine Sache, sie in Gang zu bringen. Mein natürlicher Seelenstolz war ausgeprägt genug, mich daran zu hindern, die ersten Schritte zu tun. Ich glaube aber, in Wahrheit lag mir an der russischen Krone mehr als an seiner Person. Um seine Männlichkeit zu fördern, wurden dem Großfürsten Mätressen zugeführt, die die Eifersucht Katharinas hervorriefen und sie um ihren Einfluss als Ehefrau fürchten ließen. Doch sie wusste ihre Position zu behaupten, indem sie sich emotional von ihm distanzierte. Die beim Gatten vermisste Zuwendung und Zärtlichkeit fand sie bei Liebhabern, über deren Zahl bis heute wilde Gerüchte kursieren. Einer der ersten außerehelichen Bettgenossen war Sergei Saltykov. Er war schön wie der Tag. Er war durch Geburt und durch viele andere Eigenschaften ein vollendeter Kavalier. Ich blieb stark während des Frühlings und eines Teils des Sommers. Der Sohn, den Katharina nach 9-jähriger Ehe auf die Welt brachte, war, da sind sich die Historiker weitgehend einig, nicht vom Ehemann. Allerdings wurde der kleine Paul als ehelich und somit als Thronerbe anerkannt und bald nach der Geburt von der Mutter getrennt. Peter III. Hielt sich bevorzugt in Oranienbaum, dem heutigen Lomonossow, auf. Detlef Jena: Peter III. Ist gewiss nicht ein Muster an autokratischer oder absolutem Herrschaftswillen gewesen. Aber das waren viele andere Fürsten auch nicht. Man muss bedenken, dass er, nachdem Elisabeth 1761 gestorben ist, ja ein halbes Jahr die Krone getragen hat und praktisch den 7-jährigen Krieg beendet hat auf diese Weise. Man muss auch berücksichtigen, dass er in der kurzen Zeit seiner Herrschaft Reformen in Russland eingeleitet hat, die die Adelsherrschaft gefestigt haben und dass er soziale Verordnungen getroffen hat. Ein schwacher Mann, der keine Gelegenheit versäumte, seine Frau zu demütigen. Um selbst an die Macht zu kommen, zettelte sie mit Unterstützung ihrer Anhänger, vor allem der Brüder Orlov, eine Palastrevolte an, in deren Verlauf Peter III. Gefangen genommen wurde. Der sehnte sich weniger auf den Thron als in sein geliebtes Holstein zurück. Madame, ich bitte Eure Majestät, meiner völlig versichert zu sein und die Güte zu haben, anzuordnen, dass man die Posten aus dem zweiten Zimmer fortnimmt, weil das Zimmer, in dem ich bin, so klein ist, dass ich mich kaum darin bewegen kann. Und weil Sie wissen, dass ich immer im Zimmer umherlaufe. Ich werde noch geschwollene Beine davon bekommen. Dann bitte ich Sie ferner, nicht zu befehlen, dass die Offiziere in demselben Zimmer bleiben, wenn ich Bedürfnisse habe. Das ist doch unmöglich für mich. Schließlich bitte ich Eure Majestät, mich doch nicht wie einen großen Übeltäter zu behandeln. Ich bin mir nicht bewusst, Sie jemals beleidigt zu haben. Indem ich mich Ihrem großmütigen Gedenken empfehle, bitte ich Sie, mich doch wenigstens mit den genannten Personen nach Deutschland zu lassen. Gott wird es Ihnen sicherlich vergelten. Und ich bin Ihr sehr ergebener Diener, Peter. Der Bitte wurde nicht stattgegeben. Die Umstände seines plötzlichen Todes sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Kam der Zar bei einer Schlägerei um? Wurde er von den Orlovs getötet? Gab Katharina den Befehl für seine Ermordung? Sicher ist, dass sie davon ausgehen musste, dass Peters Leben als Gefangener ihrer Günstlinge in Gefahr war.
Schließlich hatten die nur das Ziel, Katharina auf den Zarenthron zu bringen. Also wenn man die Geschichte der Romanow-Dynastie betrachtet, dann hat es niemals einen machtlosen Thronwechsel gegeben. Der erste, der also in der natürlichen Erbfolge auf den Thron gelangt ist, war der Sohn Katharinas II., Paul I. Also es gehörte, ich sage es mal etwas ironisch, zum guten Ton in der Familie Romanow, dass aus Machtintrigen gegeneinander rivalisierender Familien oder Gruppierungen aus der Aristokratie und der Hofgesellschaft der Zar gekürt worden ist. Und Katharina sah in ihrem eigenen Machtbewusstsein die sicherste Garantie dafür, dass ihr diese Gefahr, selbst wieder gestürzt zu werden, nicht erwuchs darin, dass sie ihren Mann ermorden ließ. Und sie hat ja noch ein zweites getan. Sie hat ja 3 Jahre später, 1764, den seit 24 Jahren eingesperrten reellen Thronerben, Ivan VI., umbringen lassen und damit den letzten Konkurrenten ausgeschaltet aus der Familie der Romanows, der ihr gefährlich werden konnte. Das war im damaligen Machtverständnis ein völlig normaler Vorgang. Aufgeregt haben sich die Dynastien und die Öffentlichkeit in Westeuropa. Und deswegen bestand Katharinas Lebensziel ja auch immer darin, in Westeuropa von sich ein Bild zu zeichnen, das sie als große, aufgeklärte Reformkaiserin darstellt, was sie in Wirklichkeit überhaupt nicht gewesen ist. Und was sie auch in Anbetracht der unvorstellbaren Größe ihres Vielvölkerstaates gar nicht hätte werden können. Um zumindest eine Ahnung von der Weite des dünn besiedelten Landes zu bekommen, war Katharina viel unterwegs. An Voltaire schrieb sie aus Kasan an der Wolga: Stellen Sie sich vor, dass sie Europa und Asien dienen müssen. Welch ein Unterschied in Klima, Menschen und Gewohnheiten. Das wollte ich mit eigenen Augen sehen. Und da bin ich in Asien. In dieser Stadt gibt es 20 Völker, die sich in keinem Stück gleichen. Und trotzdem muss man ihnen einen Rock nähen, der allen gleich gut sitzt. Es ist leicht, allgemeine Regeln zu finden, aber die Details... Das ist fast, als müsste man eine ganze Welt erschaffen, sie vereinigen und erhalten. Nicht nur mit Voltaire, auch mit Diderot und anderen Aufklärern korrespondierte Katharina regelmäßig und studierte deren Schriften gründlich. Katharina hat schlicht und einfach sich die Bücher der westeuropäischen Aufklärer genommen, hat sie abgeschrieben, hat sie zusammengeschnitten zu ihrer sogenannten großen Instruktion, hat eine große Ratsversammlung einberufen und ihre aristokratischen Berater haben ihr von vornherein gesagt, Mädelchen, das wird nichts. In Russland funktioniert das überhaupt nicht. Und haben ihr Punkt für Punkt diese Instruktion auseinandergenommen und minimiert. Was nicht heißt, dass sie nicht in diesem Geiste auch in Russland Reformen durchgeführt hat oder angestrebt hat im Bildungswesen, in der Kunst, in der Literatur, auch in der sozialen Wohltätigkeit, ne? Einführung von Schulen und Gymnasien und so weiter und so fort. Aber Katharina war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es nicht möglich war, zu diesem Zeitpunkt die Leibeigenschaft als sozialpolitische Grundlage des Reichs abzuschaffen. Die Leibeigenschaft und dazu die Rechtlosigkeit der Bevölkerungsmehrheit verhinderten Verbesserungen für das einfache Volk und stärkten die Aristokratie. Katharina II. Verfügte über einen beneidenswerten Optimismus, der sie auch in schwierigsten Situationen nicht verließ, und eine besondere Begabung, andere zu motivieren. Und sie besaß eine Tugend, die sie von ihrer Vorgängerin unterschied. Während sich Zarin Elisabeth bei höfischen Festivitäten amüsierte und sich langweilte, war keine Unterhaltung angesagt, nutzte Katharina den Tag. Sie war eine fleißige Regentin. Da sie sich wenig aus üppigen Ess- und Trinkgelagen machte, Alkohol trank sie nur als Medizin, blieb sie von großen gesundheitlichen Krisen verschont. So bewahrte sie sich ihre geistige und körperliche Frische und ihre Schönheit. Das fesselte nicht nur ihre Liebhaber, sondern auch die ausländischen Gäste, wie beispielsweise 1766 den britischen Gesandten George Macartney.
Obwohl die Zarin im 37. Lebensjahr steht, kann man sie noch schön nennen. Es ist kaum vorstellbar, wie geschickt sie ihr ungezwungenes Auftreten mit der Würde ihrer Stellung paart. Wie mühelos sie mit den Niedrigsten ihrer Untertanen vertraut redet. Und mit welch erstaunlichem Zauber sie es fertig bringt, sich zugleich Respekt und Zuneigung zu verschaffen. Ihre Unterhaltung ist brillant. Vielleicht zu brillant, denn sie glänzt gern im Gespräch. Nach der Französischen Revolution mehrte sich im Westen die Kritik an der bis dato so bewunderten Herrscherin. Während sie aufmüpfigen Geistern im eigenen Lande das Wort verbot, brachte sie selbst alles, was ihr durch den Kopf ging, zu Papier und auch in Umlauf. Katharina hat jeden Tag geschrieben. Sie hat nicht nur Tagebuch geführt, sie hat nicht nur pausenlos Notizen an ihre Untergebenen verteilt. Sie hat ja auch den Ehrgeiz gehabt, literarisch tätig zu sein, hat Romane, Schauspiele, Komödien geschrieben. Sie hat in gewisser Weise sogar die Literaturkritik zugelassen, aber niemals durfte die Autorität ihres Amtes und ihrer Person in Frage gestellt werden. Wie aber lässt sich der ungeheure Glanz, die weitläufige Pracht der Bauten in Moskau und Petersburg mit dem ehrgeizigen Ziel vereinbaren, dem Reich politische und soziale Verbesserungen angedeihen zu lassen? Und was hat es mit der verschwenderischen Ausstattung der russischen Herrscher und Herrscherinnen auf sich? Man muss zwei Dinge unterscheiden. Die Romanows und ihre Kaiser haben sich in der äußeren höfischen Repräsentation verwirklicht. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass, wenn wir mal bei Katharina II. Bleiben, sie versucht hat, die besten Architekten, die besten Maler an ihren Hof zu bekommen. Wenn sie die Ermitage ausgebaut hat, überall in Europa berühmte Gemälde, Skulpturen aufgekauft hat. Also wenn sie den äußeren höfischen Glanz repräsentiert haben, den sie glaubten, dem russischen Reich als europäischer Großmacht, als Weltgroßmacht schuldig zu sein, dann haben sie es an nichts fehlen lassen. Und die Nachwelt zehrt davon. Das persönliche Leben, das Familienleben der Romanows in ihrem häuslichen Umfeld war eher karg und bescheiden. Während Katharina die Große als Herrscherin zum Mythos wurde, hat sie als Mutter einen schlechten Ruf. Die Beziehung zu ihrem Sohn war alles andere als liebevoll. Seine Entwicklung hat sie nicht besonders gefördert. Von Staatsgeschäften und auch von der Erziehung seiner Kinder hat sie ihn rigoros ferngehalten. Für Paul war die Zarin eine Thronräuberin. Alle russischen Herrscher haben in der ständigen Furcht gelebt, aus Erfahrung klug geworden, eines Tages gestürzt zu werden. Und dort, wo ein Thronfolger existierte, hatte der Herrscher immer die Angst, dass von diesem Thronfolger eine potenzielle Gefahr für seine eigene Macht ausgehen könnte. Im Verhältnis zwischen Paul und Katharina kommt noch ein zweites hinzu. Als sie die Palastrevolte inszeniert hat, haben Teile der russischen Aristokratie und auch der Kirche ihrer Thronerhebung nur unter der Bedingung zugestimmt, dass sie in dem Moment, in dem ihr Sohn Paul die Volljährigkeit erreicht, die Macht an ihn abgibt. Aber Katharina in ihrer Machtbesessenheit dachte natürlich gar nicht daran, dass sie in diesem Zeitraum auf die Macht verzichtet. Aber von Stund an musste sie immer damit rechnen, dass Paul seine Lage erkennt und die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht. Und dass Paul diese Absicht vielleicht nicht so direkt hatte, aber dass er das Problem durchaus erkannt hat, geht ja aus der Episode hervor, als seine Mutter gestorben ist, 1796, und beerdigt wurde, hat er ja die Leiche seines Vaters Peters III. Exhumieren lassen, in einen Sarg gelegt und den Sarg seines Vaters Peter III. In der Trauerprozession neben dem Sarg seiner Mutter hertragen lassen.
Und vor diesem Sarg musste Alexei Orlov, Admiral der russischen Flotte, gehen, der vermeintliche Mörder Peters des Dritten. Die Regierungszeit Katharinas der Großen gilt vielen als goldene Epoche Russlands. Für die großen Aufklärer stellte sie das Licht des Nordens dar, durch das ein fernes, bis dahin weitgehend unbekanntes, von Despoten gelenktes Riesenreich erhellt wurde. Zwar gelang es Katharina II. Nicht, das Ideengut der Aufklärung praktisch umzusetzen, doch war sie zweifellos an dessen Verbreitung beteiligt. Die Öffnung Russlands nach Westen stärkte die weltweite Anerkennung und nicht zuletzt das Nationalbewusstsein des russischen Volkes. Die Beantwortung der Frage, ob sie den Ehrentitel »Die Große« überhaupt verdient hat, wollte Katharina der Nachwelt überlassen. Die Selbstsicherheit, mit der sie schon als kleine Prinzessin aus der deutschen Provinz gesegnet war, hat sie jedenfalls nie verlassen. Neben der natürlichen Veranlagung meiner Seele besaß ich ein zumindest interessantes Äußeres, das auf den ersten Blick ohne künstliche Mittel und gesuchten Schmuck gefiel. Ich besaß zugleich mit dem Geist und Charakter eines Mannes die Reize einer sehr liebenswürdigen Frau. Zum Ansehen Katharinas II. In der Sowjetunion meinte Alexander Beltschuk, Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1985 in einer Fernsehdiskussion: Wir haben Zarinnen aus Deutschland importiert. Und manche waren von ausgezeichneter Qualität. Ich meine Katharina die Große. Eine Sicht, die im heutigen Russland wohl weitgehend geteilt wird. Starrköpfig und jähzornig. Er war sehr blass, außerordentlich mager und von schwächlicher Konstitution. Die Verbindung zwischen Zerbst und Petersburg wurde durch Friedrich den Großen hergestellt. Friedrich der Große hatte eine große Stärke beim Verkuppeln von deutschen Prinzessinnen an verschiedene Höfe, immer unter der Bedingung, dass für ihn selbst und seine Macht da ein Vorteil draus entsprungen ist. Als sich die 14-jährige Sophie 1744 samt Mutter und Gefolge auf die lange und beschwerliche Reise nach Moskau begab, machte man bei Friedrich II. Station. Als wir uns einige Tage in Berlin aufgehalten hatten, war der König begierig, mich zu sehen, und ließ mir sagen, ich sollte auf der Redoute mit ihm soupieren. Am Abend ließ er mich bei der Tafel neben sich sitzen, sprach beständig mit mir, fragte mich nach tausenderlei, redete von der Oper, von der Komödie, von Poesie, Tanz, was weiß ich alles. Anfangs war ich sehr schüchtern ihm gegenüber. Nach und nach gewöhnte ich mich und schließlich unterhielten wir uns ganz freundschaftlich, so dass die ganze Gesellschaft große Augen machte, dass seine Majestät ein Gespräch mit einem Kinde führte. 6 Wochen dauerte die Tour ins ferne Zarenreich, wo sich Sophie mit einem fremden Land, einer fremden Sprache, fremden Menschen und einer fremden Religion konfrontiert sah. Die Hochzeit des Großfürstenpaares war für den 21. August 1745 festgelegt. Einen Tag vor der Verlobung konvertierte Sophie Friederike vom evangelisch-lutherischen zum orthodoxen Glauben. Sie verblüffte ihre Umgebung auch dadurch, dass sie die religiösen Rituale und Fastenzeiten bald verinnerlicht hatte und lange Gebete auswendig hersagen konnte, auf Russisch. Das hatte sie sich zunächst, ohne es zu verstehen, wie ein Papagei eingebläut. Zu Ehren von Jekaterina I., der Mutter der regierenden Zarin, wurde die frisch gekürte Großfürstin Katharina II. Genannt. Schon während des 10-tägigen Hochzeitsfestes irritierte sie das eigenartige Benehmen ihres Gatten. Peter III. Hasste alles Russische und war ein großer Verehrer Friedrich des Großen. Er hatte früh die Mutter verloren und wurde vom Vater wenig beachtet. Seine Erzieher schikanierten ihn und prügelten ihn beinahe zu Tode. Diese traumatischen Erfahrungen prägten sein Verhalten und den späteren Umgang mit seinen Bediensteten und seinen Hunden. Flehte Katharina um Gnade für die Gepeinigten, strafte er sie erst recht. Mein Gemahl war fortwährend mit dem Einexerzieren seiner Diener beschäftigt, wobei er 20-mal in einem Tage die Uniform wechselte. Von früh bis spät beschäftigte er sich mit Spielsachen und Soldaten. Wir kannten nie unter uns die Sprache der Zärtlichkeit.
Auf den russischen Thron gelangt, strebte sie nach dem Guten und suchte ihren Untertanen Glück, Freiheit und Eigentum zu erschaffen. Sie vergab leicht und hasste niemanden. Sie war nachsichtig, leichtlebig, heiteren Temperaments, hatte eine republikanische Seele und ein gutes Herz. Sie hatte Freunde. Die Arbeit fiel ihr leicht. Geselligkeit und die Künste erfreuten sie. Dieser Grabspruch stammt aus der Feder der russischen Zarin Katharina II. Sie hat ihn rund 10 Jahre vor ihrem Tod selbst entworfen. Ein verständlicherweise geglätteter Rückblick, denn er ist für die Nachwelt gedacht. Aus ihren Notizen, Memoiren, Geständnissen und Briefen aber geht hervor, dass sie, die als einzige Herrscherin die Große genannt wurde, ein vielschichtiges Wesen war. Ich wurde am 2. Mai 1729 in Stettin in Pommern geboren, wo mein Vater, Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, damals Kommandant für den König von Preußen und Chef eines Infanterieregimentes war. Er hatte sich im Oktober 1727 mit Prinzessin Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein verheiratet. Ich war ihr erstes Kind und meine Mutter wäre fast bei meiner Geburt gestorben. Ich lernte als Kind Geschichte, Geographie, Deutsch und Französisch lesen und schreiben, ein wenig zeichnen, ein wenig Musik, tanzen und Handarbeiten. Puppen liebte ich nicht, aber jede Art körperlicher Übungen. Kein Junge war dreister als ich. Ich war stolz darauf. Wenn ich Furcht hatte, verbarg ich sie häufig. So sehr schämte ich mich ihrer. Ich konnte mich gut verstellen. Getauft wurde die spätere Zarin auf die Namen Sophie Auguste Friederike. Ihre Kindheit in der Provinz, fernab der großen Höfe, war nicht eingeengt durch übertriebene Etikette. Ein Glück für sie, meint der Historiker Professor Detlef Jener. Sie ist also praktisch auf der Straße groß geworden oder in der Festung Stettin und hatte Umgang mit den Kindern, die dort einfach so in Stettin lebten, nicht? Kinder von Offizieren oder Soldaten oder von Stadtbürgern. Und sie hat schon von klein auf ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein gehabt. Schon früh galt die deutsche Fürstentochter als potenzielle Gemahlin für Prinz Peter von Holstein-Gottorp, der zunächst Aussicht auf die schwedische Königskrone hatte. Doch dann erkor die kinderlose Zarin Elisabeth Petrovna den Enkel von Peter dem Großen zu ihrem Nachfolger und Sophie Friederike zu seiner Gattin. Ich sah Peter den Dritten zum ersten Mal im Jahre 1739, als er 11 Jahre alt war. Bei dieser Gelegenheit hörte ich im Familienkreis, dass der junge Herzog zum Trunke neige und ihn seine Umgebung nur mit Mühe daran hindern könne. Er sei Sahn an der Wolga. Stellen Sie sich vor, dass Sie Europa und Asien dienen müssen. Welch ein Unterschied in Klima, Menschen und Gewohnheiten. Das wollte ich mit eigenen Augen sehen. Und da bin ich in Asien. In dieser Stadt gibt es 20 Völker, die sich in keinem Stück gleichen. Und trotzdem muss man ihnen einen Rock nähen, der allen gleich gut sitzt. Es ist leicht, allgemeine Regeln zu finden, aber die Details. Das ist fast, als müsste man eine ganze Welt erschaffen, sie vereinigen und erhalten. Nicht nur mit Voltaire, auch mit Diderot und anderen Aufklärern korrespondierte Katharina regelmäßig und studierte deren Schriften gründlich. Katharina hat schlicht und einfach sich die Bücher der westeuropäischen Aufklärer genommen, hat sie abgeschrieben, hat sie zusammengeschnitten zu ihrer sogenannten großen Instruktion, hat eine große Ratsversammlung einberufen und ihre aristokratischen Berater haben ihr von vornherein gesagt, Mädelchen, das wird nichts. In Russland funktioniert das überhaupt nicht. Und haben ihr Punkt für Punkt diese Instruktion auseinandergenommen und minimiert. Was nicht heißt, dass sie nicht in diesem Geiste auch in Russland Reformen durchgeführt hat oder angestrebt hat im Bildungswesen, in der Kunst, in der Literatur, auch in der sozialen Wohltätigkeit, ne? Einführung von Schulen und Gymnasien und so weiter und so fort. Aber Katharina war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es nicht möglich war, zu diesem Zeitpunkt die Leibeigenschaft als sozialpolitische Grundlage des Reichs abzuschaffen. Die Leibeigenschaft und dazu die Rechtlosigkeit der Bevölkerungsmehrheit verhinderten Verbesserungen für das einfache Volk und stärkten die Aristokratie.
Katharina II. Verfügte über einen beneidenswerten Optimismus, der sie auch in schwierigsten Situationen nicht verließ, und eine besondere Begabung, andere zu motivieren. Und sie besaß eine Tugend, die sie von ihrer Vorgängerin unterschied. Während sich Zarin Elisabeth bei höfischen Festivitäten amüsierte und sich langweilte, war keine Unterhaltung angesagt, nutzte Katharina den Tag. Sie war eine fleißige Regentin. Da sie sich wenig aus üppigen Ess- und Trinkgelagen machte, Alkohol trank sie nur als Medizin, blieb sie von großen gesundheitlichen Krisen verschont. So bewahrte sie sich ihre geistige und körperliche Frische und ihre Schönheit. Das fesselte nicht nur ihre Liebhaber, sondern auch die ausländischen Gäste, wie beispielsweise 1766 den britischen Gesandten George Macartney. Obwohl die Zarin im 37. Lebensjahr steht, kann man sie noch schön nennen. Wenn ich Bedürfnisse habe, das ist doch unmöglich für mich. Schließlich bitte ich Eure Majestät, mich doch nicht wie einen großen Übeltäter zu behandeln. Ich bin mir nicht bewusst, sie jemals beleidigt zu haben. Indem ich mich ihrem großmütigen Gedenken empfehle, bitte ich sie, mich doch wenigstens mit den genannten Personen nach Deutschland zu lassen. Gott wird es ihnen sicherlich vergelten. Und ich bin ihr sehr ergebener Diener, Peter. Der Bitte wurde nicht stattgegeben. Die Umstände seines plötzlichen Todes sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Kam der Zar bei einer Schlägerei um? Wurde er von den Orlovs getötet? Gab Katharina den Befehl für seine Ermordung? Sicher ist, dass sie davon ausgehen musste, dass Peters Leben als Gefangener ihrer Günstlinge in Gefahr war. Schließlich hatten die nur das Ziel, Katharina auf den Zarenthron zu bringen. Also wenn man die Geschichte der Romanow-Dynastie betrachtet, dann hat es niemals einen machtlosen Thronwechsel gegeben. Der erste, der also in der natürlichen Erbfolge auf den Thron gelangt ist, war der Sohn Katharinas II., Paul I. Also es gehörte, ich sag's mal etwas ironisch, zum guten Ton in der Familie Romanow, dass aus Machtintrigen gegeneinander rivalisierender Familien oder Gruppierungen aus der Aristokratie und der Hofgesellschaft der Zar gekürt worden ist. Und Katharina sah in ihrem eigenen Machtbewusstsein die sicherste Garantie dafür, dass ihr diese Gefahr, selbst wieder gestürzt zu werden, nicht erwuchs darin, dass sie ihren Mann ermorden ließ. Und sie hat ja noch ein zweites getan. Sie hat ja 3 Jahre später, 1764, den seit 24 Jahren eingesperrten reellen Thronerben, Iwan VI., umbringen lassen. Und damit den letzten Konkurrenten ausgeschaltet aus der Familie der Romanows, der ihr gefährlich werden konnte. Das war im damaligen Machtverständnis ein völlig normaler Vorgang. Aufgeregt haben sich die Dynastien und die Öffentlichkeit in Westeuropa. Und deswegen bestand Katharinas Lebensziel ja auch immer darin, in Westeuropa von sich ein Bild zu zeichnen, das sie als große, aufgeklärte Reformkaiserin darstellt, was sie in Wirklichkeit überhaupt nicht gewesen ist. Und was sie auch in Anbetracht der unvorstellbaren Größe ihres Vielvölkerstaates gar nicht hätte werden können. Um zumindest eine Ahnung von der Weite des dünn besiedelten Landes zu bekommen, war Katharina viel unterwegs. An Voltaire schrieb sie aus Kaltlichkeit: Es war doch wohl nicht meine Sache, sie in Gang zu bringen. Mein natürlicher Seelenstolz war ausgeprägt genug, mich daran zu hindern, die ersten Schritte zu tun. Ich glaube aber, in Wahrheit lag mir an der russischen Krone mehr als an seiner Person. Um seine Männlichkeit zu fördern, wurden dem Großfürsten Mätressen zugeführt, die die Eifersucht Katharinas hervorriefen und sie um ihren Einfluss als Ehefrau fürchten ließen. Doch sie wusste, ihre Position zu behaupten, indem sie sich emotional von ihm distanzierte. Die beim Gatten vermisste Zuwendung und Zärtlichkeit fand sie bei Liebhabern, über deren Zahl bis heute wilde Gerüchte kursieren. Einer der ersten außerehelichen Bettgenossen war Sergei Saltykov. Er war schön wie der Tag. Er war durch Geburt und durch viele andere Eigenschaften ein vollendeter Kavalier. Ich blieb stark während des Frühlings und eines Teils des Sommers.
Der Sohn, den Katharina nach 9-jähriger Ehe auf die Welt brachte, war, da sind sich die Historiker weitgehend einig, nicht vom Ehemann. Allerdings wurde der kleine Paul als ehelich und somit als Thronerbe anerkannt und bald nach der Geburt von der Mutter getrennt. Peter III. Hielt sich bevorzugt in Oranienbaum, dem heutigen Lomonossow, auf. Detlef Jener: Peter III. Ist gewiss nicht ein Muster an autokratischer oder absolutem Herrschaftswillen gewesen. Aber das waren viele andere Fürsten auch nicht. Man muss bedenken, dass er, nachdem Elisabeth 1761 gestorben ist, ja ein halbes Jahr die Krone getragen hat und praktisch den siebenjährigen Krieg beendet hat auf diese Weise. Man muss auch berücksichtigen, dass er in der kurzen Zeit seiner Herrschaft Reformen in Russland eingeleitet hat, die die Adelsherrschaft gefestigt haben und dass er soziale Verordnungen getroffen hat. Ein schwacher Mann, der keine Gelegenheit versäumte, seine Frau zu demütigen. Um selbst an die Macht zu kommen, zettelte sie mit Unterstützung ihrer Anhänger, vor allem der Brüder Orlov, eine Palastrevolte an, in deren Verlauf Peter III. Gefangen genommen wurde. Der sehnte sich weniger auf den Thron als in sein geliebtes Holstein zurück. Madame, ich bitte Eure Majestät, meiner völlig versichert zu sein und die Güte zu haben, anzuordnen, dass man die Posten aus dem zweiten Zimmer fortnimmt, weil das Zimmer, in dem ich bin, so klein ist, dass ich mich kaum darin bewegen kann. Und weil Sie wissen, dass ich immer im Zimmer umherlaufe. Ich werde noch geschwollene Beine davon bekommen. Dann bitte ich Sie ferner, nicht zu befehlen, dass die Offiziere in demselben Zimmer bleiben,